Hallo und herzlich, wir haben Lernen. Es ist einfach so, dass wir genau 4 Möglichkeiten haben, um Konsequenzen folgen zu lassen. Die schönste ist positive Verstärkung. Wenn wir von Verstärkung sprechen, bedeutet das, dass wir ein Verhalten häufiger machen, wahrscheinlicher machen. Dass es gerne gezeigt wird, dass es länger gezeigt wird unter Umständen oder schneller gezeigt wird. Dann wird Verhalten verstärkt. Die Kehrseite, die andere Seite, ist Strafe. Da gibt es auch, bei der Verstärkung gibt es 2 Möglichkeiten, wie wir das tun können. Und über die Strafe gibt es auch 2 Möglichkeiten, wie man Konsequenzen nutzen kann, um Verhalten zu bestrafen. Wenn ich Verhalten bestrafe, wird es nach Definition seltener, immer weniger stark, weniger, ja, es tritt nicht mehr auf, tritt seltener auf, bis es gar nicht mehr auftritt. Das ist Strafe. Wenn das Verhalten nicht geringer wird, sondern weiterhin gleich häufig auftritt, wirkt diese Maßnahme, die ich anwende, nicht wirklich als Strafe. Sei sie noch so unangenehm für den Hund. Die positive Verstärkung ist die schönste Möglichkeit, Hunde zu trainieren. Wir fügen etwas Gutes hinzu, wenn der Hund ein gutes Verhalten zeigt. So einfach ist eigentlich Hundetraining. Es ist nur leider sehr, sehr unspektakulär, deswegen gibt es noch immer viele, viele Filme in Facebook und auch im Fernsehen, wo anderes Training gezeigt wird, wo das dann richtig dramatisch daherkommt, mit viel Radau und ja, großer Action. Das haben wir bei der positiven Verstärkung eigentlich nicht, sondern wir haben da einen braven Hund, der gutes Verhalten zeigt und der wird dafür belohnt. Da kann man nicht viel sehen. Wir sehen dann gar nicht das unerwünschte Verhalten, weil wir das durch die Verstärkungen, die wir dem Hund geben, gar nicht so aufkommen lassen. Der Vorteil ist, dass der Hund es nicht auch jedes Mal wieder übt, sondern dass er gleich lernt, welches Verhalten sich wirklich lohnt und was wir haben wollen. Er lernt einfach darüber, dass es sich für ihn lohnt. Wenn ich etwas Gutes hinzufüge, zum Beispiel ein Leckerchen, fühlt sich der Hund gut, er freut sich. Ja, wenn ich noch ein Markersignal dazu verwende, ein Markersignal sagt die Belohnung voraus. Wenn ich das verwende, hat der Hund sogar Vorfreude. Und das Sprichwort Vorfreude ist die größte Freude, trifft auch beim Hund zu. Diese Vorfreude macht sehr viel aus im Training. Darum empfehle ich auch, dass wir alle ein Markerwort benutzen, um auch uns präzise mit unserem Hund zu verständigen. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Jetzt soll es nochmal um diese 4 Möglichkeiten gehen, die wir da haben. Wir haben also die positive Verstärkung. Wir haben noch eine andere Verstärkung, nämlich die negative Verstärkung. Was heißt das jetzt? Warum heißt das negativ? Ist das schlecht? Nein, es ist nicht schlecht, sondern es wird etwas weggenommen in der Situation. Das Negativ und Positiv ist hier sozusagen mathematisch zu sehen, also positiv heißt Plus, ich füge etwas hinzu, negativ heißt Minus, ich nehme etwas weg. Was muss ich wegnehmen, damit Verhalten verstärkt wird? Ja, das heißt ja negative Verstärkung, was ich jetzt gerade meine. Wenn ich was verstärke, indem ich etwas wegnehme, dann muss das, was ich wegnehme, unangenehm sein. Logisch, oder? Also etwas Unangenehmes wird aus der Situation weggenommen und der Hund fühlt Erleichterung. Erleichterung verstärkt auch Verhalten und zwar gar nicht so schlecht. Wenn zum Beispiel ein Hund an der Leine gezogen wird, um einen Sitz zu machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir nicht gefällt, um das gleich vorauszusagen. Er wird also am Hals ein bisschen nach oben gezogen, bis der Po nach unten geht und dann wird der Leinenzug nachgelassen. Das verstärkt im Prinzip das Sitzen.
Da ich in dieser Situation auch anders handeln kann, ich kann zum Beispiel mit dem Leckerchen ihn ins Sitz locken, kann das ein paar Mal machen, kann das Lockmittel ausschleichen und habe ein Handzeichen, das dem Hund sagt, dass er sich setzen soll, schon ist es gelernt. Es geht also durchaus anders, deswegen würde ich es dort an der Stelle nicht so machen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wo man die negative Verstärkung durchaus benutzen kann. Etwas Unangenehmes gibt es ja auch oft in der Umwelt. Der Hund hat vor etwas Angst. Er verhält sich aber ruhig und gelassen. Und dafür geht der Angstauslöser weg. Er ist verschwunden. Dann fühlt der Hund Erleichterung und hat gemerkt, ach, es ist gut gegangen, fühlt sich gut und weiß, dass sein ruhiges Verhalten, also es lernt er mit der Zeit, dass sein ruhiges Verhalten zum Beispiel damit was zu tun haben kann. Dann haben wir die Seite mit den Strafen. Da ist es auch wieder so, positiv bedeutet nicht, dass das die gute Art der Strafe ist, sondern positiv bedeutet, wir fügen etwas hinzu. Und da es sich um Strafe handelt, logisch, wir fügen eine Strafe hinzu. Das heißt, eine Strafe, die hinzugefügt wird, wie ich kneife meinen Hund oder ich trete ihm in die Rippen oder ich rucke an der Leine oder ich schimpfe mit ihm oder ich packe ihn am Hals und will, dass er, was weiß ich, dass er sich unterwirft oder was auch immer für Sachen passiert sind. Das ist zugefügte Strafe. Ich gebe etwas hinzu in die Situation und das soll das Verhalten bestrafen, was der Hund vorher gezeigt hat. Wie gesagt, die Definition ist, dass eine Strafe Verhalten geringer macht, weniger häufig auftreten lässt. Die beste Strafe lässt das Verhalten gar nicht mehr auftreten. Aber, um das gleich vorauszusagen, diese Strafen sind in den meisten Fällen tierschutzrelevant. Wir haben einen Tierschutz zum Glück, der besagt, dass wir dem Hund keine Schmerzen zufügen dürfen, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Wenn ich dem Hund eine Spritze geben muss, kann ich nichts weiter tun, dann muss der Tierarzt die Spritze geben dürfen, auch wenn es ein bisschen weh tut. Diese Schmerzen sind vertretbar. Den gleichen Schmerz hinzuzufügen, wenn ich andere Möglichkeiten habe, ist nicht vertretbar. Ja? Solange ich habe andere Möglichkeiten, eine ganze Menge sogar. Und darum sehe ich die positive Strafe mit äußerst kritischen Augen. Die negative Strafe bestraft auch Verhalten. Ja, sie wirkt wie Strafe, darum heißt es negative Strafe. Und das negativ bedeutet, es ist etwas weg aus der Situation. Wahrscheinlich errätst du es schon. Was müssen wir wegnehmen, damit es wie eine Strafe wirkt? Etwas Gutes, ja? Das wirkt dann, wenn ich zum Beispiel in einer Trainingseinheit mit meinem Hund Futterbelohnungen benutze und mein Hund macht aber einen Fehler und ich gebe ihm jetzt kein Leckerchen dafür. In den anderen Wiederholungen hat er ein Leckerchen bekommen, für Sitz und Platz meinetwegen, um das zu unterscheiden zu lernen. Und mein Hund macht einen Fehler, er legt sich hin bei dem Wort Sitz. Jetzt bekommt er von mir kein Leckerchen und er wird sich überlegen, oh Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht, warum kriege ich jetzt kein Essen? Ja, der wird sich überlegen, was hat sie noch gesagt. Dann sage ich das Signal vermutlich noch einmal, weil ich es hatte es gesagt, er hat es falsch gemacht, ich wiederhole es. Er wird sich hinsetzen, er bekommt sein Futter. Und auf diese Weise lernen Hunde durchaus auch ein Verhalten. Ja? Das können wir nicht ganz ausschließen, denn wenn wir mit positiver Verstärkung trainieren, sollten wir es so gut und genau und klar wie möglich für den Hund machen. Wenn ich ihn belohne dafür, dass er doch so schön Platz macht für Sitz sagen, bringe ich ihn auf eine falsche Fährte. Und ich sage ihm zwar, er macht es prima, was er überhaupt macht, es ist ja alles nettes Verhalten und es ist ja prima, dass er sich hinlegt, braver Hund, aber ich kann dann nicht Unterscheidungslernen machen. Wenn ich wirklich möchte, dass mein Hund auf Sitz sich setzt und auf Platz macht, dann ist es wichtig, dass ich es auch so trainiere. Und dann ist es wichtig, dass ich für eine falsche Antwort des Hundes nicht ein Leckerchen gebe, weil er so süß guckt.
An der Stelle, wenn ich das eben verstanden habe und das Leckerchen nicht gebe, nutze ich die negative Strafe. Es wird bestraft, das Verhalten, und der Hund ist frustriert, weil er sein Leckerchen nicht bekommen hat. Wir haben also hinter jeder dieser Konsequenz ein Gefühl, bei der positiven Verstärkung, Gefühl der Freude. Bei der negativen Verstärkung haben wir das Gefühl der Erleichterung. Bei der positiven Strafe haben wir das Gefühl der Angst. Und bei der negativen Strafe haben wir das Gefühl der Frustration. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, wie das zusammenhängt. Positiv und negativ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht gut oder schlecht, sondern etwas hinzufügen oder etwas abziehen. Und sowohl bei Strafe als auch bei Verstärkung haben wir je 2 Möglichkeiten, das ergibt zusammen 4. Und 3 davon nutze ich im Training. Und am allermeisten nutze ich positive Verstärkung. Und darum rede ich hier so viel von positiver Verstärkung. Ich möchte gewaltfreies Training bekannter machen. Ich möchte zeigen, wie gut es wirkt. Ich werde mir dazu auch noch Dinge überlegen, aber vor allen Dingen möchte ich darüber auch erzählen und die Sachen klarstellen. Es wird immer viel gelästert, dass wir Wattebäuschen werfen, dass wir nie zu Zielen kommen. Natürlich kommen wir dahin, sonst wäre es ja doof, oder? Würde mir ja auch keinen Spaß machen, dann wäre ich frustriert. Also es ist wirklich eine schöne Methode, mit seinen Hunden zu arbeiten. Es stärkt die Bindung, es stärkt das Vertrauen. Es macht viel weniger Stress bei Mensch und Tier, weil ich persönlich war damals, als ich Charlie packen und greifen und umschmeißen und sonst noch was musste, ich war sehr gestresst davon. Ich habe das schrecklich gefunden. Ich habe es nicht gerne getan, aber ich dachte, ich müsste es tun. Und ich fühlte mich nicht nur unsicher, sondern auch so ein bisschen, wie sagt man denn da? Mir fällt das Wort gar nicht mehr ein, was ich da so gefühlt habe. Ich bin davon gerade so weit weg, dass jetzt die Worte mir gerade fehlen. Ich habe mich nicht sicher gefühlt, dass ich konnte das nicht. Ich habe mich wertlos gefühlt in dem Sinne. Ich habe das nicht hingekriegt, dass sich mein Hund unterworfen hat. Heute, wie gesagt, weiß ich, es ist Quatsch, das überhaupt zu erwarten, weil wir sind in einer Partnerbeziehung. Er hat von mir ein anderes Verhalten erwartet. Er wollte nicht von mir bedroht und bestraft werden. Er wollte wissen, was er denn tun soll. Und als ich das endlich begriffen habe, wie ich ihn richtig trainiere, wurde es so eine schöne Beziehung und so ein toller Hund. Und ich habe gemerkt, dass er überhaupt kein schwieriger Hund gewesen ist, was ich da immer gedacht habe. Ich dachte immer, ich habe einen besonders schwierigen Hund erwischt. Und es war nur die Methode, die uns so in die Irre geführt hat. 8 lange Jahre. Und ich bedauere das zutiefst, was ich meinem Hund alles angetan habe. Und auch aus diesem Grund möchte ich aufklären und möchte davon erzählen und will einfach dazu beitragen und ganz viele Menschen erreichen, die davon hören. Teile dieses Video bitte, wenn du es gut findest, wenn es dir gefallen hat. Gib mir gerne Feedback. Meine E-Mail-Adresse ist info@bettina-haas.com. Und du kannst mir schreiben, was du dir wünschst für Themen, wovon ich erzählen soll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und mit deinem Hund natürlich viel Spaß und viel Erfolg im Training. Bis zum nächsten Video.